Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Wir sind hier auf der SHOT Show 2022 am Nextorch Stand zusammen mit Thomas. Hallo Thomas, hi, schön dich zu sehen. Man muss nach Vegas fahren, um die Deutschen zu interviewen, weil sonst kommt man nicht zusammen. Wir gehen kurz über die neuen Produkte, die ihr im Angebot bzw. im Sortiment habt und gerne den Customern oder den Kunden und der Community in Deutschland vorstellen wollt. Ja, mache ich gerne. Also fangen wir am besten mal hier gleich auf der rechten Seite an. Wir haben ja letztes Jahr schon die Handschellen hier rausgebracht, also Handfesseln heißt es ja im Fachjargon, die Handfesseln rausgebracht mit der Kette auf mehrfachen Wunsch von deutschen Behörden, die gesagt haben, ja, wir sind aber auf hier die Gelenke geeicht, also auch damit trainiert, haben wir natürlich jetzt auch eine vernünftige Gelenkhandfessel, ne, also hochprofessionell wieder. Und wir haben, das ist auch ganz witzig, wir haben die mal so professionellen Schlossknackern gegeben und die gebeten mal, wie lange braucht ihr denn für das Schloss? Also da war einer dabei, der hat nach 2 Stunden aufgegeben. Also das Schloss, da haben wir uns besondere Mühe gegeben. Kein Shimming oder so möglich? Also ist schon was Ordentliches, ne? Und ja, ist ab sofort bei uns verfügbar für professionelle Anwendung. Ne? Also praktisch auch auf Kundenwunsch gleich drauf angegangen. Ja, aber wir waren ganz stolz hier drauf, weil wir haben uns herkömmliche Handfesseln angeguckt und haben festgestellt, wir können sie etwas leichter bauen, weil du trägst sie ja den ganzen Tag mit dir rum und da summiert sich am Ende des Tages ja jedes Gramm. Ne? So, und es gibt ja inzwischen auch Untersuchungen darauf, dass das Polizeibeamte zum Beispiel Verschränkungen an der Wirbelsäule haben, weil sie halt schon so viel Geraffel am Körper tragen. Und wenn du da ein paar Gramm sparen kannst, machen wir es einfach. Wir haben hier wirklich wieder Hightech-Werkstoffe eingesetzt, also wie Flugzeugaluminium zum Beispiel. Aber bei der Stabilität sogar gewonnen. Ne? Also von daher, ne? Ja, und dann haben wir die jetzt halt mit Gelenk. Als Update sozusagen. Richtig, ne? Ja, dann haben wir neu unter anderem, wir haben mehrere Waffenlichter, aber ich möchte das mal eben ganz kurz ein bisschen eingrenzen hier für dich, weil sonst wird es einfach zu langatmig. Hier zum Beispiel das neue WL21G. G wie Gustav oder grün. Ne? Es hat nämlich einen grünen Laser. Und ist von der Handhabung her ganz besonders einfach. Kann ich ja gerade mal zeigen. Du hast 2 Schalter. Hier, das ist der Lichtschalter. Nach unten ist Dauerlicht. Nach oben ist Momentanlicht oder aus. Und hier, so ergonomisch abgewinkelt, ist der Schalter für den grünen Laser. Ist ganz einfach, auch beidhändig zu bedienen. Ne? Das also auch für Links- und Rechtshänder beidermaßen geeignet. Hat auf jeden Fall 650 Lumen, was für eine Leuchtweite von 130 Metern reicht. Also nach dem ANSI-Messverfahren 130 Meter, also da kommt am Ende auch noch was Richtiges. Also gut, also was Vernünftiges, also gut Dampf dahinter. Richtig, also für die meisten taktischen Distanzen ist das schon ganz anständig. Und wie gesagt, von der Handhabung her, ich kann es ja gerade mal zeigen, ganz einfach Licht an, Licht aus, ne? Momentan Licht ist nach oben, ne? Oder so, ne, und dann einfach nach oben ist aus. Und wie gesagt, der Laser, ne, da drücke ich dann einmal hier drauf, ne, dann habe ich den Laser dann angemacht. Ne. Ja. Die Belegung ist das, also wenn ich lang oder durchdrücke, ist der Laser permanent geschaltet, genau. Und bei Tippen nur kurz sozusagen. So ist es richtig, ne? Sehr intuitive Bedienung oder Bedienelemente an dem Waffenlicht. Richtig, ne? Und ja, mit einer Batterieladung hat sie genug Power für 30 Stunden Einsatz. Also Dauerlicht. Ja, richtig. Dauerlicht. Ja, richtig, Dauerlicht. Ja, wenn du es so runter nimmst, wir können ja nochmal so, ne, dann haben wir dann, ne, ja, ist wie gesagt ganz neu, ab sofort verfügbar für alle Berechtigten oder in Österreich oder in der Schweiz und alle drumherum, alle um Deutschland herum, die können sich das jetzt ab sofort gönnen. Ne? Auf jeden Fall coole Geschichte. Ja. Ja, dann haben wir noch neu. Das Zeug zeigt aber gleich der Rosi, wie man damit vernünftig umgeht. Ich zeige nur mal eben die Spezifikation. Nennt sich WL60. Haben wir hier jetzt mal eben aufgebaut mit der Fernbedienung. Langweile euch jetzt nur mal mit den technischen Details. Also wir haben hier 700 Lumen Weißlicht. Dann haben wir natürlich auch noch einen Laser. Also das Weißlicht reicht für eine Leuchtweite von 320 Metern. Ist wunderbar einfach, intuitiv zu bedienen. Natürlich auch für härteste Einsätze ausgelegt. Ne? Auch mit einer IR-Komponente? Oder? Können wir optional auch machen. Ne? Also wenn das gewünscht ist, machen wir das Ganze auch natürlich auch mit IR und dann auch in der gewünschten Wellenlänge, ne? Dass das dann zu den jeweiligen Nachtsichtgeräten dann auch hundertprozentig passt. Ne? Perfekt. Ja, dann haben wir hier noch mit dran gebaut das WL50 IR. Eine schöne Geschichte, kann man nämlich umschalten zwischen Weißlicht und IR-Licht. Und das Ganze ist patentiert, das heißt, das wird über einen Drehschalter hier vorne, wird das dann ganz einfach, na, sag schnell, so. Ich hoffe, das kann man auf der Kamera sehen, weil die LED, die gerade gebraucht wird,
die wird genau im Zentrum des Reflektors positioniert und dadurch hast du natürlich auch, nutzt du das volle Potenzial der LED aus. Also das ist besser, als wenn die LED irgendwie von der Seite eingesetzt ist oder so etwas. Auf die Geschichte hier mit dem Drehregler und der Positionierung im Zentrum des Reflektors haben wir sogar ein Patent. Ne? Also ihr habt praktisch immer volle Lichtausbeute, dadurch, dass die LED in den Brenner eingedreht wird sozusagen. Exakt, so ist es. Coole Sache auf jeden Fall. Und wir haben da schon ein paar Erfahrungswerte aus Übungen. Also die Leuchtweite unter IR-Licht und so, die ist also für die meisten taktischen Distanzen mehr als ausreichend. Mhm. Ist auch natürlich wieder absolut wasserdicht, stoßfest, sowieso klar. Ne? Wenn es hier, wie hier eine AR-15 montiert ist, und dann sollte es ja auch auf jeden Fall stoßfest sein. Ne? Optimal auf jeden Fall. Ja. Cooles Setup. Okay. Wie man die im Einzelnen bedient, das zeigt gleich der Rosi besser, weil ich brech mir nur die Finger dabei und sehe einfach nur lächerlich aus. So. Dann haben wir ganz neu hier bei unserem Kollegen, das ist der Heinz, ne? Also der ist auf jeder Messe mit dabei, grüß dich Heinz. Ganz neu, das ist hier eine Stirnlampe oder Kopflampe, die natürlich mit dem Kopfband in der Verpackung kommt, aber auch diese Platte hier mit dabei hat, damit du sie ganz einfach an den handelsüblichen Handsystem einbauen kannst. Ist natürlich absolut wetterfest. Bietet auch vernünftige Leuchtweiten und Laufzeiten, ist jetzt ganz neu und wie gesagt, endlich mal mit einer vernünftigen Halterung für Helme. Ne? Ja, kann man ganz einfach auch noch runternehmen. Ne? Ist also ein richtig schönes neue Lampe geworden. Ne? Absolut. Wie du vorhin schon gezeigt hast, mit 18650er Zellen, also im Inneren, die schon jetzt, also für die direkt einen Lader anstöpseln könnt an die Zelle, also was auf jeden Fall eine sehr gute Lösung ist, weil ein Ladegerät komplett entfällt. Richtig. Da haben wir hier natürlich wieder mit dem USB-Anschluss. Ne? Da bist du schön unabhängig von speziellen Ladegeräten. Also das heißt, du kannst unterwegs an jedem Handy-Ladegerät oder im Auto zum Beispiel kannst du ganz einfach aufladen. Ne? Oder falls weit und breit keine Lademöglichkeit vorhanden ist, aber du findest irgendwo CR123 Batterien, schmeißt du zwei Stück rein, drehst du zu, funktioniert. Ne? Auf jeden Fall smart. Ja dann haben wir schon mal vor der SHOT Show 2022 vorgestellt. Hat hier für richtig Aufsehen gesorgt. Das ist die neue P10. Eine Winkellampe, also du kennst ja diese Winkellampen, ne? Dieses klassische Design fanden wir auch immer total schön, aber ja, die konnten ja eigentlich nicht mehr so viel. Ne? Also bei einigen hatte ich auch manchmal den Eindruck, die absorbieren eher Licht, als dass sie es machen. Also wenn man die angemacht hat, wird es dunkel. Ne? Nein, hier haben wir so mal, ich sag mal so, Hightech in einem klassischen Gewand. Ist auch wieder ganz einfach zu bedienen. Du drückst drauf, hast du sofort volle Düse Licht an, kannst auch ganz einfach runterdimmen. Ne? Ja, hat hier an der Seite, deswegen haben wir das Ganze mit zwei Schalter gemacht, dass du da nicht die Menüorgie hast. Ne? Hier dann nochmal, kannst du nochmal schön als Warnlicht einsetzen. Ist auch so erlaubt, also rot und blau ist in Deutschland erlaubt, kannst du das so machen, gibt überhaupt keine Probleme. Ne? Hat auch den reinen Rot-Beacon. Ne? Und natürlich auch wieder mit einer vernünftigen Akku, ist im Lieferumfang bei uns immer selbstverständlich enthalten, auch wieder hier mit dem USB-Anschluss. Und zwei CR123 passen auch hier wieder rein. Auf jeden Fall gutes Package abgeliefert, speziell mit der unabhängigen Zellenladungsmöglichkeit in Form von einem Handyladekabel ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, und in der höchsten Leuchtstufe sprechen wir hier von immerhin 200 Lumen, was für eine Leuchtweite nach dem ANSI-Messverfahren von 200 Metern reicht. Also für so eine kleine handliche Winkellampe ist das eine mehr als anständige Leuchtweite, also, finde ich. Vor allem bei der relativ geringen Leuchtkraft auf jeden Fall eine sehr hohe Ausbeute, was die Laufzeit betrifft, vermutlich. Exakt so ist es. Und das ist dem Reflektor auch geschuldet. Ne? Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Entwicklungsarbeit alleine so ein Reflektor verschlingen kann. Definitiv. Also wie gesagt, die Hauptarbeit leistet der Reflektor an sich. Und wie gesagt, man versucht ja immer eine gute Brücke aus Leistung und Batterielaufzeit zu finden. Ja. Und denke, ich habe da gut hingekriegt. Ja, danke schön. Also wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Ne? Wie der Thomas uns schon gesagt hat, gehen wir jetzt kurz mit Rosi über die Bedienbarkeit im Feld des ganzen Setups. Er zeigt uns mal die Funktionen und die Erreichbarkeit der Bedienelemente, sowohl am Kabelschalter als auch direkt am Lichtlasermodul. Ja, vielen Dank. Das hier ist die WL60. Wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Sachen. Wir haben einmal die Bedienung direkt am Gerät und einmal den Kabeltaster. Nochmal von der Bedienung der WL60. Ich habe einmal die Möglichkeit direkt am Gerät. Dauerlicht,
Dauerlaser. Und was man jetzt schon gesehen hat, ich habe hier mein Emergency aus. Das heißt, egal wo ich jetzt eine Tastatur in der Mitte nehme, ich kann, egal wo ich drücke, direkt ausmachen. Laser. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich jetzt einen höheren Anschlag wähle als Laser Ready, kann ich alles, was ich oben bedient habe, auch unten entsprechend ausschalten. Andersrum genau das Gleiche. Wenn ich jetzt im hohen Anschlag den Kabeltaster nehme, kann ich im oberen auch ausmachen. Du nimmst praktisch den kompletten Strom weg, also durch, genau. durch diese Emergency-Funktion und nimmst komplett die Funktion weg sozusagen vom genau. System. Ich habe jetzt hier die Erreichbarkeit, wenn ich zum Beispiel aus der Laser Ready schieße, da komme ich also an die Taster recht leicht ran. Wenn ich jetzt einen höheren Anschlag wähle, komme ich schlechter ran. Dafür nutze ich jetzt meinen Kabeltaster und was ganz gut ist, wir haben genau die gleiche Idee der Bedienung. Ich habe Weißlicht, Dauer, kann Emergency aus über den vorderen Bereich oder den hinteren Bereich machen, ist egal. Ich habe den Laser, Dauerlaser, hier auch wieder das gleiche. Das heißt, ich kann von vorne nach hinten wechseln, so wie ich möchte oder wie ich halt machen muss. Entscheidend ist ja, wenn wir jetzt im Kampf sind und wir haben jetzt die Notwendigkeit, dass wir wechseln müssen auf Pistole, möchte ich natürlich nicht, dass ich in dieser Funktion dann die Pistole ziehe und ich bin komplett ausgeleuchtet. Genau, dass du hier als Katze durch die Gegend marschierst. Genau, dafür haben wir den Emergency aus, was viele nicht haben. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee. Mit der Lampe selber, 700 Lumen ist natürlich auch etwas. Ich selber bin ein Fan von möglichst viel Licht. Das kann ich hiermit auch ganz gut abdecken. Aber wie bereits der Thomas auch bei den anderen Lampen, man versucht immer die Brücke zwischen Batterielaufzeit und Lichtleistung irgendwie zu finden, dass man nach 2 Stunden ohne Licht dann komplett dasteht. Genau, das ist das, wo man den Kompromiss finden muss, das ist richtig. Wie wir bei den Close-Ups gesehen haben, sind die Bedienelemente, also für die Emergency-Funktion, identisch, also am Lichtlasermodul selbst sowie als auch am Kabelschalter. Also das kann sich sehr intuitiv bedienen lassen. Ihr habt hier dasselbe Setup wie auf dem Lichtlasermodul. Wie gesagt, kann euch in den Close-Ups nochmal anschauen und wie der Rose schon gesagt hat, auf jeden Fall eine sehr gute Funktion, gerade wenn ich auf die Sekundärbewaffnung wechseln muss, das System komplett stromlos zu ziehen. Ja, ist genau meine Meinung. Passt. Vielen Dank. Das war's von uns am Nextdoor-Stand. Schön, dass sich alle so viel Zeit genommen haben. Das war's von uns. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.